Leute, was geht ab, Leute, Junge? Wasservent Wasserfestival läuft. Wir holen uns mal die erste Quest ab. Müsste Perlu sein. Nicht shiny, nicht 100. Und was ist hier drin? Die Quests sind gar nicht so schlecht. Ich versuche natürlich eine Menge. Wir haben eine 3 Arena Kämpfer, toll. Eine Menge zu erfüllen. Wir schauen uns, bevor das Event anfängt, oder jetzt am Anfang vom Event, die Statistiken an. Und dann vergleichen wir das mit hoffentlich unserem ersten Shiny. Sprich zum Beispiel Quapsel jetzt. Sind wir bei 2280 gesehen, ohne Shiny. Natürlich nicht alle, seitdem es ein Shiny gibt. Yugob, wir sind bei 1621. Was gibt es denn sonst noch so? Sepa habe ich schon 2, reicht mir. Ammonitas, Kabuto wahrscheinlich, aber reicht mir auch. Balmer natürlich. Gen 2. Ich glaube, hier gibt es nichts. Hier Gen 3. Balmer sind wir bei 1217. Barschwa ist auch hier irgendwo. 2254. Und Kranivania hier oben. 391. Und ich habe Krabi vergessen. Krabi Gen 1 natürlich. Den hätte ich auch noch gern. Kingler jetzt ziemlich krass geworden. 1830. Schauen wir mal, los geht's. Wir gehen erstmal tauschen. So, erstmal scheine ich unterbrochen für einen Glückstausch. Ich gebe her, Nidoran männlich. Bekommt ihr euch, schauen wir mal noch. Das haben wir noch nicht entschieden. Diesmal könnt ihr nicht entscheiden, diesmal gibt es nichts zur Auswahl. Nehmen wir irgendwas von meiner Sammlung. Sehe ich euch, was mir noch fehlt? Ein anderes Mal. Wir nehmen mal in der Seitengasse, die Viscardi-Gasse. Geschichtlich, historisch sehr bedeutend. Ein Absol mit 1412. Das war nochmal ein 100er. Ich glaube 1436, also leider. Ihr seht's. Die Führungen führen immer hier durch. Und ist nicht shiny. Ich gebe euch gleich Bescheid, ob es ein 100 ist, 14.11 oder nur. So, wir machen noch einen Raid hier, Leute, bei Quasar. Boah, da sind hier viele. Typisch Innenstadt, Marienplatz, Stachus. Ich blende hier nebenbei noch den Raid. Ja, nicht den Raid. Oh, schnell rein mit dem Kleinen, sonst kommt er nicht mehr rein. Alter, hier sind einfach über 20 Leute gleich. Ich blende hier noch den Glückstausch ein. Der Kollege wollte doch kein Nidoran mehr. Suikun, kein Problem, habe ich zum Glück 3 gehabt vom Raid Day. Hab bekommen ein Magnetilo. Hatte ich noch nicht, also komplett neuer Deckseintrag. Noch läuft der Rabatt, also nur 30.000 gezahlt, aber das läuft irgendwann Anfang September aus. Dann müssen wir wieder 40.000 zahlen. Ja, 20 Leute sind hier drin. Ansonsten, Shiny Jagd bisher nicht sehr erfolgreich. Kein Glück gehabt bisher. Ich war jetzt auch noch nicht so lange unterwegs und wir haben noch nicht so viele Raids und Quests gemacht. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr schon Shiny habt. Ein paar habe ich schon gesehen, habt ihr mir schon geschickt auf Instagram. Folgt mir auf Instagram, Twitter und Facebook. So, schauen wir mal, ob wir hier noch ein Shiny bekommen können. Die kann man natürlich auch easy vertauschen. Legendäre Shinies gehen immer gut weg. Da 20 Leute hier. Frecher. Und go! Los geht's! Einmal ausgewichen. Nicht geschafft auszuweichen. So. Er ist sogar gestorben noch. Schade. Und das war's. Schauen wir mal. Wo bleibt der 100er, Leute? Wo bleibt der 100er? Sehr weit entfernt von 100, Mann. Sehr, sehr weit entfernt. Kein Shiny. Geh mal weiter.
Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Das zweite Euler in diesem Video. Denn ich glaube, ich packe Samstag und Sonntag zusammen in ein Video und das seht ihr dann Montag. Weil es passiert halt nicht so viel. Ich mache halt meine Quest, fange die ganzen Pokémon, versuche da ein Shiny zu bekommen, aber mehr auch nicht. Vielleicht kommt ja noch ein Highlight, dann melde ich mich wieder. Kleines Highlight: Hyperfreunde mit Carnifex hat letztens 400 Millionen EP erreicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Respekt, Glückwunsch. Ich habe zufällig unter den ganzen Quests eine Cocobite-Quest gefunden. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir können immer noch bekommen. 71, relativ hoch, aber leider nicht. So Leute, bisher noch kein Glück gehabt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch gar nicht so viel gezockt. Wir haben zum Glück noch ein paar Tage, Event läuft noch 5, also bis Freitag. Sollte noch machbar sein, hier und da ein Shiny zu bekommen. Ich habe aber sogar 2 Shinies bekommen. Erstens habe ich Magby Shiny gebrütet gestern Abend noch. Und im Livestream haben wir uns ein Shiny Haspigon gegönnt. Nummer 3. Leider kein Wasser-Event-Pokémon in Shiny. Wie gesagt, kommt hoffentlich noch. Und ich lese das Video hier nicht einfach so ohne einen Knaller. Wobei Shiny Magby ist nicht wirklich ein Knaller, ist mein zweites. Da ich das Video hier nicht ohne einen Knaller beenden will, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Ich gönne mir ja sehr gerne YouTube Deutschland. Ich schaue auch regelmäßig bei Unge vorbei und seinem Livestream. Und es gibt halt diesen Trend, den gibt es eigentlich schon länger, irgendwas 24 Stunden. Irgendein Fake-Prank von den Fake-Bros, 24 Stunden aneinander gekettet sein, 24 Stunden im Keller, 24 Stunden im Wald, 24 Stunden esse ich dies, 24 Stunden esse ich das, 24 Stunden nur dies und das. Dementsprechend habe ich mir gedacht, hatte ich die Idee, wieso machen wir das nicht auch? 24 Stunden esse ich nur Döner. Nee, Mann, das ist keine Challenge, das mache ich auch so jeden Tag. 24 Stunden Pokémon Go zocken. Das werden wir machen. Und zwar diesen Samstag von Samstag auf Sonntag. Offensichtlich werde ich nicht 24 Stunden durchstreamen. Das kommt als Video dann raus. Aber ich werde auf jeden Fall sehr aktiv sein auf Instagram und da die ganzen Updates posten. 2-3 Uhr nachts, wie ich mich gerade fühle, was da gerade los ist, was ich gerade mache und dies und das. Also könnt ihr Samstag und Sonntag gerne aktiv dort vorbeischauen. An sich könnt ihr immer dort vorbeischauen. Ich bin da recht aktiv. Würde mich freuen, wenn ihr mir da folgt. Ja, und dann werde ich, ich glaube so Samstag 12 Uhr mittags. Bis Sonntag 12 Uhr mittags. Das ist eine gute Zeit, dann kann ich Samstag in der Früh noch ein paar Sachen erledigen, Arbeit, Videos, all dies, das. Und danach durchzocken, 24 Stunden. Und dann am Sonntag, den Restsonntag noch nutzen für Arbeit, Videos und dies, das. Also ich denke, das ist der perfekte Zeitplan. September wird, glaube ich, wieder ein bisschen voller vom Programm her, deswegen perfektes Timing. Also freut euch da auch. Ich habe noch nie 24 Stunden durchgezockt. Schreibt unten in die Kommentare, wie lange am Stück ihr durchgezockt habt. Pokémon Go natürlich. Mein Rekord war, glaube ich, 14 Stunden oder so. Also ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Recht spontane Entscheidung, aber wie gesagt, es passt vom Zeitplan her, also wieso nicht. Wie gesagt, schaut dann auf Instagram vorbei für mehr. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.